Gummo, 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 Galligrü und willkommen zurück zu Paper Mario, die Legende vom Wii ohne Tor auf 1 Nintendo Switch. Ja, moin. Und heute sind wir doch hier unterwegs in Düsseldorf, glaube ich. Und zwar auf der Suche nach Vivien. Und da haben wir sie ja. Und sie scheint eins kleines Problem zu haben. In diesem Sinne, wir gehen rein. Wir werden ihr helfen. Also lassen Sie auch gerne hier einen Daumen nach oben da, denn so können Sie auch mir helfen. Vielen Dank für eins Unterstützung. Ich appreciate es sehr. Und abonniert natürlich sehr gerne rein für mehr. Und danke an die, die es anyways tun. Die es tun, auch ohne, dass ich das sagen muss. Da vielen, vielen Dank für alle, die hier den heiligen Support hineinschallern. Ich muss sie unbedingt finden. Wenn nicht, dann wird Brunhilda mich fürchterlichst bestrafen. Aber ich kann sie einfach nicht finden. Meinen sie etwa das hier? Wird Barbara bestraft, wenn sie die Superbombe nicht findet? Ja, ich glaube, der Zug ist eh abgefahren. Sie hat alles gesehen. Also würde ich sagen, werfen wir sie nicht weg. Wir geben sie ihr. Oh, du hast sie gefunden. Vielen, vielen Dank. Ich bin so froh. Keine Bestrafung. Keine Kekse für dich. Was ist das denn? Die ist ja kaputt. Scheiße. Bestimmt ist sie kaputt gegangen, als Brunhilda sie fallen gelassen hat. Was soll ich nur tun? Ich bin so ein Unglücksrabe. Immer werde ich für irgendwas bestraft. Trösten. Danke, das gibt mir gleich eins bisschen besser. Aber was soll ich nur tun? Bestimmt kommen sie gleich zurück und dann... Und dann verschwindet das Item. Wie heißt du eigentlich? Was? Ich verstehe dich nicht. Dein Name ist dir geraubt worden? Ha, kann vorkommen. Was? Dein Name wurde geraubt? Was soll das denn bedeuten? Bruh, ich muss euch ganz ehrlich sagen, im Englischen kommt dieser Dialog viel, viel besser rüber. Da wird halt so gesagt, oh, dein Name wurde geklaut. Ja, das kann vorkommen. Und dann im nächsten Dialogtext hieß es, oh, wait, nein, tut es nicht. Das kann nicht vorkommen, so nach dem Motto. Also, es wurde so geflippt. Das fand ich witziger als hier im Deutschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem warst du so nett zu mir. So jemand wie du. Also gut. Ich helfe dir, deinen Namen, deinen Körper und deine Freunde wiederzufinden. Aber nein, mach dir um mich keine Sorgen. Ich weiß sowieso nicht, ob ich noch länger bei meinen Schwestern bleiben möchte. Wir verstehen uns nicht so gut, weißt du? Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass ich ihre Schwester bin und nicht ihr Bruder. Deswegen fühlt es jetzt noch schlimmer an, wenn sie mich schlecht behandeln. Und du warst so nett zu mir, deshalb möchte ich dir jetzt helfen. So macht man das doch, oder? Vielen Dank für den, ich glaube, mittlerweile vierten Kuss von einer Frau an Mario in diesem Spiel. As wild. Und damit haben wir Vivien als Partnerin. Oder Barbara, aber ne? Ich sag Vivien, das klingt nach einem cooleren Namen. Und ist auch international, ne? Und sie hat sehr coole Fähigkeiten, denn sie kann sich unsichtbar machen. Und da hat da nicht mal ein Buhu einen Peil von. Aber auch überhaupt nicht. Und das ist ziemlich strong. Aber hey, let's talk about Vivien. Shall we? Es ist endlich soweit. Hier im Remake. Und ich glaube, das ist eine Info, die wissen wir schon. Ich tue gerade so, als wäre das die Weltneuheit. Aber es ist schon etwas länger bekannt. Und ich glaube, seit dem Preview-Gameplay zu diesem Spiel rausgekommen ist. Und ich glaube... Eben seit diesem Zeitpunkt ist klar, Vivien ist confirmed international und ich hoffe in sämtlichen Sprachen, in denen das sie übersetzt worden ist, dass sie als Transfrau dargestellt wird. Ne? Sie also eine Frau ist, um das ganz klar zu sagen. Ne? Denn es hört nicht dabei auf, dass man dann sagt, ja gut, das ist dann quasi eine Transfrau. Transfrauen sind Frauen. Und um natürlich hier nicht nur die Transfrauen zu erwähnen, Transmänner sind Männer. Grüße gehen raus.
Und ich finde es sehr super von Nintendo. Ich finde es sehr, sehr cool, sehr based, dass sie das nach 20 Jahren endlich angepasst haben. Ich meinte ja gerade so, deswegen hoffe ich so, dass das auch bei allen anderen übersetzten Versionen so ist. Denn damals im Original, müsst ihr wissen, ne? Da war das eben nicht normal, dass man eben Barbara als Transfrau dargestellt hat. Sondern ganz im Gegenteil. Ich meine, dass die deutsche Übersetzung, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall misgendert hat. Das ist klar. Und möglicherweise ist das gerade gefährliches Halbwissen, aber ich glaube sogar in der originalen japanischen Version von diesem Spiel hier, die auf dem GameCube erschienen ist, war, glaube ich, schon klar, dass Vivian eine Frau ist. Eine Transfrau. Und das wurde dann international so ein bisschen angepasst. Na, ich weiß ehrlich gesagt nicht, muss ich sagen, deswegen gefährliches Halbwissen, was quasi die originale Bedeutung oder Übersetzung in diesem Falle des Dialogs, den wir gerade eben gelesen haben, ne, was sie in den jeweiligen Sprachen Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch, was da stand, ich kann es nicht sagen, ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie dort richtig gegendert worden ist. Und das hat sich jetzt im Deutschen und ich glaube auch international, ich will aber meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, weil wir reden hier von Nintendo, ne? Wir reden hier von Nintendo, einer Firma, die darauf ankommt, wenn es darauf ankommt, höchstwahrscheinlich auch in Ländern, in denen LGBTQIA+ nicht so die tollste Sache auf der Welt ist, naja, dass sie dann als einknicken und sagen, ja gut, das ist dann ein Femboy. Wisst ihr, was ich meine? Daher will ich hier halt nicht mit gefährlichem Halbwissen flexen, da ich es nicht weiß. Ich kann nur fürs Deutsche sprechen, fürs Englische, dass sie hier confirmed in den Sprachen eine Transfrau ist und ihre Identität endlich hat. Und das ist based. Versteht mich nicht falsch. Das ist based. Aber es ist das Bare Minimum. Ne? Das müssen wir auch ganz ehrlich sagen. Also, auch vor 20 Jahren gab es Transfrauen, Nintendo, und Transmenschen im Generellen. Auch vor 20 Jahren waren sie Teil der queeren Community. Und da ist es natürlich, ne, da kann man natürlich immer die Frage stellen, warum haben sie es damals schon nicht gesagt? Naja, so höchstwahrscheinlich, weil es gesellschaftlich nicht akzeptiert war. Und beziehungsweise, ich weiß es, also kann man das so sagen? Safe, oder? Ich meine, so um die Zeit, als das Spiel rausgekommen ist, 2004 müsste das, glaube ich, gewesen sein. Also selbst da hat es ja gerade erst angefangen, dass ich glaube, um diesen Zeitpunkt herum gerade erst über, naja, darüber gesprochen worden ist, dass Schwulsein eigentlich ganz normal ist. Selbst das hat ja auch Jahre gebraucht, damit sich das festigt. Und also, versteht mich nicht falsch. Ich finde based, dass Nintendo hier endlich mal klare Kante zeigt. Aber, ja, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass man noch diese kleine Extrameile hätte gehen müssen. Nicht können, okay? Müssen. Let me tell you why. Wenn es Fans von diesem Spiel, vom Remake, von der Switch-Version schaffen, innerhalb von, I don't know, 2 Tagen nach Release oder so, eine Mod rauszubringen, eine modifizierte Version dieses Spiels, die quasi Vivians Hut in den Farben
der Trans-Community darstellt. Ja, und hier sieht man das gerade quasi. Und das ist ja mal absolut mega-based. Wie konnte Nintendo nicht auf diese Idee kommen, den Hut von Vivian in den Farben der Trans-Community darzustellen? Es wäre doch so easy gewesen. Es gibt Skins für Mario noch und nöcher per Orden. Da wäre es doch gar keine Hürde für Nintendo gewesen. Ich bin gerade echt schwer, die Worte zu finden. Es tut mir leid, aber es wäre doch nicht unmöglich gewesen, für Nintendo diesen Hut per Orden einzufügen. Denn, na, klar, wir dürfen nicht vergessen, es ist ultra wichtig, dass sie hier quasi ihren Space als Transfrau bekommt und endlich anerkannt wird, dieses Geschlecht zu haben. Es ist unfassbar wichtig, dass das endlich passiert ist. Aber warum geht man denn diese extra Ehrenmeile nicht? Wisst ihr, was ich meine? Dass es Leute schaffen, innerhalb von 2 Tagen einen Hut zu kreieren, den umzumodeln in den Transfarben. Es ist so wild. Nicht mal Nintendo kommt auf sowas. Und das ist halt, was ich meine, wenn Nintendo so das Bare Minimum macht. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie man es als Entwickler bei Nintendo nicht hinbekommen hat, das in die Wege zu leiten. Ne? Aber hey, vielleicht ist es für den einen oder anderen da draußen einfach nur Meckern auf hohem Niveau. Ich finde, ich bin da anderer Meinung. Ich finde, dass das eine Sache ist, die nicht nur im Raum des Möglichen und des Machbaren gewesen wäre, sondern auch eine Sache des Respekts. Dafür, dass man international vor 20 Jahren misgendert hat. Wisst ihr, was ich meine? Jetzt hat man einfach nur Sachen richtig gestellt und du hast nicht noch diesen, ich sag mal, na, diesen Bonus dazu gehauen. Also quasi Bonus in dem Sinne, dass du noch einen draufhaust und sagst, hey, schaut mal hier, wir gehen nicht nur mit, dass sie eine Transfrau ist, sondern wir stehen dafür ein und sorgen dafür, dass Vivian in ihren Farben dargestellt werden kann. Und der Hut wäre die perfekte Möglichkeit dafür gewesen. Wir haben es ja gerade gesehen, right? Also, ich kann mir das nach wie vor immer noch nicht so ganz vorstellen, wie sie da nicht drauf kommen konnten. Ist schon so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen peinlich, ne? Und Also es ist unfassbar traurig, dass ich das jetzt so sagen muss, aber naja, mit den Ergebnissen der EU-Wahl, und ich denke, ihr habt die Ergebnisse gesehen, ist es, um den Bogen zu schlagen von Vivian auf, naja, wirkliche Transmenschen, die existieren, sie ist ein Symbol. Vivian ist jetzt ein Symbol Nintendos für die Pride-Szene, für die queere Community. Und das ist super. Nur um das halt auf die reale Welt zu übertragen. Also dass Vivian jetzt hier richtig gestellt ist, ist eine super Sache. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es nicht dabei aufhören darf. Gerade wenn wir uns die, naja, gerade auch europaweiten Ergebnisse anschauen zur EU-Wahl. Und ich sag euch ehrlich, das ist für queere Menschen, gerade für Transmenschen, ist das keine coole Zeit, wenn die AfD bei 16% ist. Oder wenn Meloni in Italien wieder einmal erfolgreichste Kraft ist. Ne, als Teil der stark rechten, naja, Szene dort in Italien. Naja, und dass wir halt in Europa gerade einen Rechtsruck erleben, das findet man ganz easy raus, wenn man sich die Wahlergebnisse der einzelnen Länder jetzt hier bei der EU-Wahl anschaut und sich mal anschaut, wie viele Stimmen an eine rechte bis rechtsextreme Partei gegangen sind. Und also, es ist mir wichtig, das zu sagen. Nein, wir haben in Deutschland keinen Linksruck. Habt ihr mal gesehen, wie viele Leute die Linke gewählt haben bei den EU-Wahlen? Ich glaube, Linksruck ist was anderes. Ich glaube, wir können von einem Linksruck sprechen, wenn die Linkspartei
genauso viel Prozentpunkte hat, wie die AfD geholt hat. Ich glaube, dann können wir von einem Linksruck reden. Und, also erwartet ja nicht, dass ich sage, die Grünen sind so links, dass sie einen Linksruck befürworten. Fucking, das sind linksliberale bis fast schon neoliberale Leute in der Partei. So was erwartet ihr, dass ich die Links nenne in dem Sinne, dass sie einen Linksruck starten können? Dafür sind sie halt viel zu neoliberal. Dafür hängen die halt mit dem Kopf viel zu sehr in der FDP. Oder mit wem auch immer die koalieren. Weil die dann immer klein beigeben und sich bücken. Weil sie keine eigene Agenda haben. Sie sind rückgratlos. Das ist meine Meinung zur Grünen, Alter. Die Grünen. Aber ich will... Lass uns nicht von diesem Schmutz reden. Lass uns lieber mal davon reden. Bro? Ja, kann ich was für sie tun? Bro, Alter, einfach am Dancen. Lass uns bitte mal darüber reden, dass es viel, viel wichtiger ist, darüber zu sprechen, dass gerade jetzt in einer solchen politisch schwierigen Zeit, dass man Transmenschen, queeren Menschen, alle Menschen, die sich unter dem Begriff LGBTQIA+ zählen, dass all diese Menschen... Und jetzt wird's wichtig, weil da wollte ich auch noch drauf zurückkommen, ne? Nicht gleichberechtigt sind, also das auch, aber es geht vielmehr darum, dass zum Beispiel Transmenschen, Transmänner, Transfrauen oder auch Non-Binaries, habe ich vollkommen vergessen zu erwähnen, bis jetzt gerade, es tut mir sehr leid, dass diese Menschen gleichgestellt sind in der Gesellschaft. Also quasi die gleichen Rechte, die gleichen Chancen und die gleiche Lebensqualität haben wie der normative Gesellschaftsschnitt, wie das Abbild der Gesellschaft. Ne? Und das ist momentan nicht der Fall. Das ist halt das Ding. Und deswegen ist es umso wichtiger, hierüber zu reden und nicht einfach nur irgendwelche Lippenbekenntnisse zu geben oder so. Was auch wichtig ist, was ich damit sagen will, ist, wir sollten als Gesellschaft endlich anfangen, stärker für Minderheiten uns einzusetzen. Und damit meine ich nicht nur Transmenschen oder queere Menschen in general, Menschen aus der queeren Community, sondern eben auch, anderweitig Diskriminierte in diesem Land. Menschen mit Migrationshintergrund, denen man bis heute noch sagt, wenn du kriminell bist, musst du raus. Und es ist ja nicht nur das, ne? Wir sind ja als Gesellschaft nicht dafür bereit, für solche Menschen einzutreten, weil wir viel zu oft, und damit meine ich eigentlich fast immer, auf uns selber schauen, weil wir fucking Egoisten sind. Und ich sag mal so, benachteiligt in diesem Land sind schon sehr, sehr viele Menschen. Und das fängt ja schon damit an, dass viele Menschen sich halt in den Tod arbeiten. Womit ich halt sagen möchte, wenn du kein Millionär bist oder keine reiche Person in general, queer oder Migrationshintergrund, so dann wirklich viel Spaß dabei, ne? Viel Spaß dabei, keine gesellschaftlichen Probleme zu bekommen. Wenn du nicht reich bist, wenn du quasi nicht als Milliardär oder Millionär auf die Welt gekommen bist, dann ist es für dich, glaube ich, schon generell sehr schwer, nach oben zu kommen in diesem Gesellschaftssystem oder in diesem Wirtschaftssystem, in dem wir leben. Und all diese ganzen Dinge, diese Benachteiligung der Menschen, unabhängig jetzt davon, welche Art der Benachteiligung. Ne? Es hat jetzt hier bei Vivian angefangen und wir haben einfach einen kompletten Schwenk gemacht durch einen gewissen Teil von Menschen, die gesellschaftlich, nicht nur in Deutschland, generell in sämtlichen Ländern werden ja queere Menschen benachteiligt oder auch Menschen mit Migrationshintergrund und Menschen, die wenig Geld haben, die Bürgergeld beziehen. Oder ne, Hartz IV, wie viele noch sagen. Dass man auf solche Menschen eben drauftritt, statt dass man ihnen hilft. Und sagen wir nicht eher drauftritt, sondern sagen wir eher, es ist dir egal, wie es ihnen geht. Und es ist mittlerweile doch so easy,
sich zu informieren. Und doch sind die Menschen absolut nicht bereit dafür, auch nur mehr zu leisten als das Mindeste. Und damit meine ich, sich informieren und dieses Wissen weitergeben. Und ich finde es schade, dass es viele da draußen nicht gibt, in der Gaming-Bubble, aber auch in general, die diese Themen auslassen. Aber ey, ich will jetzt hier kein Monolog halten. Ich merke auch schon, meine Guts beschwert sich, denn sie hat eins Hunger. Von daher werde ich hier nun eins zu snacken machen. Und euch noch einen schönen Tag und schreibt eure Meinung mal sehr gerne in die Comments hinein. In diesem Sinne, hauen Sie rein und machen Sie es gut.